endlich finde ich euch. Tyrael. Ja. Ja, nun erkenne ich euch. Ihr. Ich hätte wissen müssen, dass ihr verkleidet reist. Sie sehen alles. Ich suche schon lange Zeit nach euch, Marius. Ich dachte schon, ihr wollt nicht gefunden werden. Oh, bitte vergebt mir, Tyrael, bitte. Es war nicht meine Schuld. Nicht eure Schuld? Sagt mir, Marius, inwiefern war es nicht eure Schuld? Der Wanderer. Ja, es war. Der Wanderer. Meine Zeit in der Zitadelle schien so lange hier zu sein. Ich suchte Schutz vor meinen Erinnerungen bei anderen Ausgestoßenen in den Bergen jenseits des Osttors. Ich habe tagelang gegen den Schlaf gekämpft. Denn wenn ich träumte, kehrten die Erinnerungen zurück. Erinnerungen an das Kloster und das Böse, dem es anheimgefallen war. Erinnerungen. Ich konnte sie nicht mehr unterscheiden. War mir der Böse aus meinen Träumen gefolgt? Wie hatte er mich hier gefunden? Konnte diese gebrechliche Gestalt, kaum fähig, ihr eigenes Schwert zu halten, der sengende Schrecken sein, der mich in dieses Versteck einst trieb? Von eigenen Dämonen gejagt, mühsam unter Kontrolle zu halten. Und er verlor den Kampf. Ja, ich bin überzeugt, wahrhaftig den Verstand zu verlieren. Der Schreck, die Zerstörung, das Böse, das ich sah. Wie sonst könnte ich das erklären? Entstammte diese Dämonen meinen Träumen? Oder waren sie in den Mantel geboren worden?
Warum war ich ihm gefolgt? Ich weiß es nicht. Warum geschehen Dinge so, wie sie im Traum geschehen? Ich weiß nur, als er lockte, musste ich ihm folgen. Von dieser Stunde an reisten wir gemeinsam. Nach Osten. Stets nach Osten. Guten Tag. Seid gegrüßt. Mich überrascht nicht, euresgleichen hier zu sehen. Viele Abenteurer sind diesen Weg gekommen, seit der jüngste Ärger anfing. Zweifellos habt ihr von der Tragödie gehört, die über Tristram kam. Manche sagen, dass Diablo, der Herr des Schreckens, wieder auf Erden wandelt. Ich weiß nicht, ob ich das glauben soll, aber vor wenigen Wochen kam ein dunkler Wanderer dieses Weges. Er wollte zum Gebirgspass, der vom Kloster der Jägerinnen bewacht wird. Vielleicht ist es Einbildung, aber das Böse scheint ihm auf den Fersen gefolgt zu sein. Seht ihr, kurz nachdem der Wanderer die Klosterpforte passierte, wurde der Pass geschlossen und seltsame Kreaturen suchten das Land heim. Bis es außerhalb des Lagers sicherer ist und die Tore wieder geöffnet werden, bleibe ich mit meiner Karawane hier. Ich hoffe, ich kann nach Lutgolain aufbrechen, ehe der Schatten, der auf Tristram fiel, uns alle verschlingt. Wenn ihr dann noch lebt, nehme ich euch mit. Ihr solltet auch mit Akara sprechen. Sie scheint im Lager das Sagen zu haben. Vielleicht weiß sie mehr. Seid gegrüßt, junge Zauberin. Es ist gut, mehr von euch in diesen dunklen Zeiten im Einsatz zu sehen. Meiner Meinung nach braucht die Welt mehr Frauen, die gegen den großen Schatten kämpfen. Aber wo bleiben meine Manieren? Ich bin Akara, Hohepriesterin der Schwestern vom verborgenen Auge. Ich heiße euch in unserem Lager willkommen, fürchte aber, ich kann euch in diesen baufälligen Mauern nur unzulängliche Unterkunft bieten. Seht ihr, unsere uralte Schwesternschaft ist Opfer eines seltsamen Fluches geworden. Die mächtige Zitadelle, wo wir seit Generationen die Pforten zum Osten bewachten, wurde von der bösen Dämonin Andariel verheert. Ich kann es noch nicht glauben, aber sie hat viele unserer Jägerinnen-Schwestern gegen uns aufgebracht und uns aus unserem angestammten Heim vertrieben. Nun sind die letzten Verteidigerinnen der Schwesternschaft entweder tot oder in der Wildnis verstreut. Ich flehe euch an, bitte helft uns. Findet einen Weg, diesen schrecklichen Fluch von uns zu nehmen, und wir werden euch ewige Treue schwören. In der Wildnis gibt es einen mächtigen Ort des Bösen. Kundschafter von Kashias Jägerinnen haben mich informiert, dass in einer Höhle in der Nähe Geschöpfe des Schattens und Schrecken von jenseits des Grabes hausen. Ich fürchte, diese Kreaturen rotten sich für einen Angriff auf unser Lager zusammen. Wenn ihr uns wirklich helfen wollt, findet das dunkle Labyrinth und vernichtet die widerlichen Bestien. Möge das große Auge über euch wachen. Böse soll sich vorsehen.
kann nicht noch mehr tragen. Kehrt um. Ich sehe, dass ihr mehr Erfahrung braucht, um in den Halt. Ihr solltet Akaras Aufgabe beenden, ehe ihr weitergeht. Sucht näher beim Lager in der Wildnis nach.
Dieser Ort bedeutet Ärger. Der Orden heißt euch willkommen. Yeah.
Diese Grotte wurde vom Bösen gesäubert. Ihr habt die Höhle des Bösen gesäubert. Ihr habt mein Vertrauen erlangt und gebt mir möglicherweise den Glauben an die Menschheit wieder. Euer Lohn ist die Ausbildung in einer Fertigkeit eurer Wahl. Hallo, willkommen in unserer grandiosen Hütte. Ich weiß, ihr seid hier, um das Böse herauszufordern, das uns aus unserem angestammten Zuhause vertrieben hat. Aber wisset eines, Akara mag unsere spirituelle Anführerin sein, ich jedoch befehlige die Jägerinnen in der Schlacht. Es erfordert mehr, als nur ein paar Bestien in der Wildnis zu töten, um mein Vertrauen zu erringen. Meine Kundschafterinnen haben von etwas Abscheulichem auf dem Friedhof des Klosters berichtet. Offensichtlich ist Andariel nicht damit zufrieden, nur unsere Lebenden zu holen. Ludrabe, eine unserer besten Befehlshaberinnen im Kampf gegen Diablo bei Tristram, war auch eine der ersten, die dem Verderben Andariels erlegen sind. Jetzt könnt ihr sie auf dem Friedhof des Klosters finden, wo sie unsere Toten als Zombies auferstehen lässt. Wir können diese Schändung nicht hinnehmen. Wenn ihr wirklich unser Verbündeter seid, werdet ihr uns helfen, sie zu vernichten.